So, weiter geht's mit was wir dann bauen. Wir probieren heute noch mal ein kleines Event hier. Es ist so ein Drifting. Also du willst das bestimmt nicht hören, aber... Lass mich raten. Die Quali steht an. Du verdienst nicht genug, Speedy. Also mach schon, geh Geld verdienen. Und jetzt probiere ich den neuen Burrito-Laden aus. Tschüssi. Ha, als hättest du meine Gedanken gelesen. Ernsthaft? Abgesehen vom Burrito. Ich probiere nämlich einen neuen Ceviche-Laden in der Innenstadt aus. Bye. So, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Wir brauchen gar nicht darüber. Ich wollte jetzt ein bisschen Offroad fahren. Kann man knicken. Wenn mir da gerade der Kopf da entgegenkommt, dann würde ich eigentlich gerne rausnehmen würde aus der Nummer. Wir fahren hier komplett mal Offroad. Ist hier, aber merkt aber schon, dass der ein bisschen was mehr an Anzug gewonnen hat. Jetzt, wie gesagt, der ist ja, also wir brauchen halt Fahrzeuge mit um die 270 als das wollen wir da gar nicht erst anzufangen. Die Kopflegende, was haben wir denn hier? Hallo, die Frage ist: Schaffen wir das? Könnten wir das schaffen? Wir fahren mal, gewinnen wir Wettmann Meier und holen uns, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, habe ich. Ich bezweifle, wir kriegen wahrscheinlich auf die Fresse. Es ist jetzt kein Driftrennen an sich, das ist halt wirklich ein. Das Lamborghini Urus hier, Chacha. Wir sind keine Rivalen. Dafür müsstest du gut sein. Ja, ich glaube, wir brauchen uns gar nicht jetzt auf die harte Tour. Ich versuche es natürlich, aber wir werden es nicht schaffen wahrscheinlich, oder? Scheiße. Ich habe das Auto nicht gesehen. Das ist, glaube ich, ein Lamborghini Urus, was da vorne fährt. Ja, der erste ist schon durch, der zweite direkt hinterher. Aber wir werden Dritter. Scheiße, Mann, ich das Auto nicht gerammt, da wäre ich wahrscheinlich so. Was? 16.000 haben wir gewonnen, hätten wir, dann haben wir damit. Ja, 8.000 da, ja. Ja, probieren es nochmal, komm. Leider kein. Das ist der Mustang hier, ne? Oder was war das der Mustang hier? Ne, Halo war vorne. Wenn du
Mach weiter so. Pass auf, ich hab dich gleich. Zentrale Streife leistet Unterstützung. Oh nein! Ich dachte, ich kann hier voll die Abkürzung fahren, ziehen, aber naja. Komm, könnt ihr mal da vorne irgendwie bei sich euch gegenseitig ein bisschen wegballern oder so? Das wäre doch total toll. Wieder nur Platz 3. Und Chacha gewinnt das Rennen. Ey, das ist zum Kotzen gerade. Ja, ich weiß, dass ich nicht schnell genug bin, aber ich muss die 2 da vorne mal kassieren. Ich werde jetzt Dritter. Kriege ich jetzt nochmal 8000? Kriege ich jetzt den dritten Platz nochmal? Die nochmal die 8? Nee, ne? Komm, wir probieren es nochmal. Einmal probieren es noch und dann brechen wir ab. Dann macht es keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal 8000 kriege. Insgesamt 16.000. So konnte ich damit ein bisschen diese das Rennen hier spammen. Ich weiß nicht, was die vorne für ein Auto fährt. Hast du mich erschreckt? Das lasse ich dir mal durchgehen. Okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt, das war auch ein bisschen zu weit. Was, Mann? Die fährt den gleichen Weg, passiert nichts. Die fährt den gleichen Weg und passiert nichts, aber ich zurückgesetzt. Du bist ja Spieler. Ah, Mann! Ich habe gar keine Chance gesehen. Also ich bin jetzt zweiter mal geworden, ausnahmsweise, aber halt nicht. Ich habe gegen Halo den nicht die Schnitte. Ich habe gegen Halo leider nicht die Schnitte, aber ich die 12.000. Aber die Frage ist, wie viel Geld habe ich jetzt gewonnen? Habe ich jetzt 28.000 gewonnen?
20,5. Das Zielfahrzeug fährt einfach so durch den Gegenverkehr. Hey, ich krieg euch schon noch, keine Sorge. Belmont Lake abgeschüttet. Verteilt euch! Zusammen finden wir den Pump! So, jetzt erstmal wieder zum Versteck. Wie läuft Speedy? Right there scheint heute besonders gut drauf zu sein. Er ist begeistert. Die Werkstatt macht sich einen Namen. Nein! Die Werkstatt bringt Moneten! Wenn du willst, dass Right there begeistert bleibt, zieh los und verdien mehr davon. So, wir fahren zurück in die Werkstatt. Ja, momentan scheint es gegen Harlow nicht anzukommen. Ich will wissen, was sie finden. Ja, gut, ich könnte nachgucken, ne? Das war mir klar, da fliegt das scheiß Auto da unbedingt mir in die Karre. Ich muss da unbedingt vorbei. Ach, geht mir doch nicht alle auf den Senkel. Nee, ich muss auch noch da vorbei. Ich muss ja noch mal da reinfahren. Ich bin kein Auto, ich muss da reinfahren. Mein Job. Mit der Einfahrt vor der Ziellinie, damit ich der das Rennen versorgen kann. Ja, genau. So, Kohle mitgenommen. So, Wagen, Leistung, Teile. Der wäre auf 237 jetzt. Und hier wäre er auf 243, nicht 245, 243, doch, ist richtig. 243 würde zwar ein bisschen was verlieren. Hier wäre auf 239, hier wäre auf 243. Hier würde er nichts verlieren. Ich würde ihn zwar ein bisschen was schlechter kriegen, aber ich würde ihn in der Anzug besser kriegen, statt hier den Schraubenkompressor. Ich würde. Was würde mir der Schraubenkompressor? Der würde mir 2 km von der Höchstgeschwindigkeit wegnehmen. Aber mehr Anzug. Und das würde der hier gar nicht. Hier würde das alles so passen. Ich überlege gerade, ob ich die 24.000 übernehmen soll. Ja, Elite leider nicht. Warte mal. Hier wäre er auf 239 und wäre Nitro. Hier wäre er auf Sport. Jetzt warte ich klar, das Nitro ist mal rein. Dann habe ich mehr Nitro. Dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen was zu tun. Dann wäre der jetzt auf 239, der Acura. Ungefähr noch 2 Teile. Beim Schraubenkompressor wäre er auf 249. Plus 4, da wäre er 2,53. Da wäre ich zumindest bis auf knapp dran. Und das die ganze Nummer würde mich kosten 17 plus 26, 43.000, ne, wenn ich es richtig gerechnet habe, oder?
Ja, die verlieren. Ich glaube, ich nehme das Ding hier. Dann wäre ich bei beim Turbolader. Da wäre ich bei. Da würde der mir nämlich ein bisschen was an Geschwindigkeit geben, quasi dieser eine Punkt. Aber ich würde meine Geschwindigkeit behalten mittlerweile. Das heißt 26 und 17, ne? Wenn ich richtig, oder? Ja. Dann hätte ich zumindest die Motorteile durch. Dann wäre er bei 43.000, die ich fahren haben muss. Gut, ich würde sagen, trotzdem machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Deeper Speed Unbound.